Hallo meine Lieben, ich bin Irena und wir schauen die Liebesbotschaft für diejenigen, die brauchen das. So, was möchte dir Universum im Liebesbereich zeigen und sagen? Schaut mal meine Lieben, die erste Karte, natürlich kommt die Liebe, die Liebenden. Das ist eine sehr gute Karte für Liebesbotschaft. Aber wir schauen, was steht hier. Aha, ganz schnell, mit voller Kraft in dein Leben kommt etwas, weil das ist die Wagen. Das heißt, die Liebe ist schon unterwegs. Wir schauen jetzt so. Liebe ist unterwegs. Der Magier. Schon die dritte Karte. Ganz schnell. Seht ihr, meine Lieben, das ist 8 der Stäbe. Das heißt, ganz schnell, ganz plötzlich kommt in dein Leben eine Liebe. Diese zwei Karten zeigen uns, dass sehr schnell Bewegung, 8 Stäbe und der Wagen. Etwas hat sich in deinem Leben verändert. Deine vielleicht Einstellung zu Männern. Wenn du ein Mann bist, zu Frauen, meine Lieben. Und die Magier, ihr wisst schon, wer schaut mich schon etwas länger oder Tarotkurs bei mir gemacht hat, kennt mich, dass der Magier für mich bedeutet immer, du bekommst die Mittel schon beim Geburt. Hast du die Mittel bekommen? Das heißt, du kannst lächeln, du kannst, wie, wenn du weiblich attraktiv sein, auch wenn du ein Mann bist. Du hast alle Mittel, um diese Liebe zu haben. Wie du mit diesen Mitteln umgehst, hängt natürlich von dir ab. Aber so wie hier aussieht, du hast etwas begriffen. Diese 20. große Arkan, das ist die einzige Karte, meine Lieben, der kleine Arkana, 8 der Stäbe, die alle anderen sind große Arkane. Das heißt, in deinem Leben mit großen Turbulenzen, mit großer Geschwindigkeit, volle Pracht kommt Liebe in dein Leben. Du hast etwas erlebt vielleicht, etwas, was dir Augen geöffnet hast. Vielleicht bist du von einem Mann weggegangen, dich scheiden lassen oder von einer Frau, die dich nicht geschätzt hat, nicht geliebt hast. Hier kommt drauf an, kann sein, die Paaren gleich wie sagt man, Mann mit Mann, Frau mit Frau. Darum, hier hast du Augen geöffnet oder jemand hat dir geholfen oder hast du selber gemerkt, dass du nicht glücklich warst. Darum, du verdienst jetzt die Liebe vielleicht deines Lebens, meine Lieben. Schaut mal, du warst sehr lange alleine. Nachdem dir die Augen geöffnet worden. Du hast verstanden, dass du nicht den Mensch hast neben dir, den du verdienst zum Beispiel. Du bist nicht glücklich mit dem. Du bist weggegangen. Deine Augen sind geöffnet. Du gehst weg. Du verarbeitest. Du arbeitest mit sich selbst. Wir sehen, hier ist kein Pferd, das ist mehr Esel. Das heißt, dein Weg war mühsam, war sehr lang. Hat sehr viel Zeit vielleicht sogar gekostet. Kommt drauf an, für manche ein Monat ist schon lange, für andere 10 Jahre, es geht zum Beispiel, ja. Aber für dich war das ein langer und mühsamer Prozess. Aber du hast auf deine Intuition gehört, weil der Hund sagt uns, dass du hörst auf deine Intuition, du hast dein Unterbewusst angeschaltet, du hast dich gefunden und du wirst jetzt bekommen das, was du, schaut mal meine Lieben, und hier, du bist sehr aktiv und attraktiv geworden, weil Königin der Stäbe bedeutet nicht immer, meine Lieben, die Feuerelementfrau. Das kann sein, nur du bist jetzt charmant, du bist jetzt aktiv, attraktiv, selbstbewusst
Und wie hier steht, du hast eine Charisma. Sehr aktive und attraktive Frau geworden. Meine Lieben, auf jeden Fall, hier hat uns nicht gezeigt, welcher Mann kommt in dein Leben. Aber er kommt, weil die erste Karte war die Liebenden. Die Karten waren alle, habt ihr selber gesehen, total wunderschöne Karte. Darum, nach diese Erlebnisse und Erleuchtung in deinem Leben hast du die Liebe deines Lebens verdient. Du hast dir das hart erarbeitet. Meine Lieben, ich wünsche euch, ich schaue, vielleicht eine Karte, um zu schauen, wer wird er sein. Schaut mal, meine Lieben, er hat auch hinter sich etwas, weil die Karte Turm zeigt auf jeden Fall, er hatte vielleicht Scheidung hinter sich oder eine sehr, sehr gewaltige Trennung. Das wirst du merken. Er hat sehr viel erlebt. Vielleicht hat sogar jemanden verloren. Witwe oder Witwe kann sein, wenn du ein Mann bist. Wenn du ein Mann bist, dann wirst du so eine Frau kennenlernen. Und wenn du eine Frau bist, wirst du auf jeden Fall Mensch kennenlernen, der hinter sich hat, schwere Zeiten. Meine Lieben, auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Glück, viel Spaß dabei natürlich auch. Das kann man nicht wegnehmen. Muss Spaß dabei sein und große Liebe zu treffen. Alles Gute, alles Liebe, meine Lieben. Tschüss, Papa.